Okay, wir haben jetzt gerade in der Demo gesehen, wie der Content klassifiziert ist bei Maturity, bei Datenquellen, Industry Frameworks und noch vieles weiteres. Ja. Wir haben auch gesehen, also unser Splunk Security Research Team updatet die regelmäßig, unsere Community sehr, sehr stark, die auch dort weiterhin immer wieder neuen Inhalt zur Verfügung stellt. Und dieser Content kommt halt auch wirklich mit einer Erklärung von der Erkennungslogik, mit einer Security-Empfehlung und den ganzen Kontextinformationen, warum man das haben sollte. Okay, jetzt wissen wir die Gäste, wir wissen, wie man das Menü auswählt, ja, und jetzt müssen wir die Zutaten zubereiten. Angelo, es ist deine Zeit. Ja, danke, Matthias. Um überhaupt Security Investigation betreiben zu können, ist der erste Schritt natürlich immer Visibilität herstellen. Und das ist gar nicht so einfach in einer hochverteilten und hochkomplexen Public Cloud-Infrastruktur, wie wir alle wissen. Oftmals hat man sogar mehrere Cloud-Provider am Start. Die machen zwar alle mehr oder weniger das Gleiche, aber der Unterschied liegt dann doch im Detail. Und was wir hier unbedingt vermeiden wollen, ist, dass Security-Teams den gleichen Security-Use-Case dreimal schreiben müssen. Also einmal für jeden Cloud-Provider, einmal für jeden Service, einmal für jede Datenquelle etc. Wir haben also eine Splunk-Infrastruktur mit Splunk Attack Range provisioniert und AWS, Microsoft Azure und GCP als Datenquelle angebunden. Und wir würden den Persistence-Angriffsvektor ausführen, den Matthias ja gerade dargestellt hat. Also ein neuer Benutzer wird angelegt, ein neuer API-Access-Key wird angelegt und diese natürlich auch zu investigieren. So denn, also ab zur nächsten 5-Minuten-Demo. Die wichtigste Zutat, um die Angriffsvektoren zu erkennen, sind natürlich die Datenquellen als Lieferant von Events, Logs, Metriken und Traces. In unserem Fall sind diese Datenquellen die Public Cloud-Umgebungen von Amazon, Microsoft und Google. Und um das Daten-Onboarding zu demonstrieren, habe ich eine Splunk-Umgebung mit Splunk Attack Range provisioniert. Mit dem Open-Source-Tool Attack Range Cloud kann eine vorkonfigurierte Splunk-Umgebung automatisiert lokal oder in der AWS Cloud hochgefahren werden. Und der Splunk Search Head ist mit dem entsprechenden Splunk Add-on bestückt, um Daten aus der AWS Cloud zu beziehen. Ich habe also bereits die Terraform- und AWS-Variante durchgeführt, mit der Option, auch Enterprise Security zu installieren. Wir können die Umgebung also schon einmal starten. Und während die Umgebung hochfährt, möchte ich schnell zeigen, wo man die Add-ons herbekommt. Einfach auf splunkbase.splunk.com gehen und im Falle Amazon Amazon Add-on eingeben. Und das hier wäre das richtige Splunk Add-on for Amazon Web Services. Und wenn wir nun das Splunk Add-on for AWS auf der Splunk-Instanz öffnen, dann sehen wir unter Inputs die Data Source CloudTrail. Das heißt, die CloudTrail-Logs werden über ein S3-Bucket zu einem Simple Queue-Service geleitet, wo dann die App die Logs abholt. Da wir aber eine Multi-Cloud-Umgebung überwachen wollen, werden wir nun zusätzlich das Microsoft Add-on for Splunk und das GCP Splunk Add-on installieren. Das habe ich natürlich schon gemacht und dann öffnen wir mal das Microsoft Azure Add-on for Splunk. Und was wir hier sehen können, ist, dass die Events über einen Event Hub reinfließen. In unserem Fall werden also Azure Active Directory Logs über das Azure Monitoring zu einem Event Hub geleitet und die Splunk App holt die dann dort entsprechend im Pull-Verfahren ab. Und last but not least das GCP Add-on, wo die Logs entsprechend über ein Pub/Sub reinkommen. In dem Fall ist also die Splunk App als Subscriber konfiguriert für das entsprechende GCP Pub/Sub. Okay, als nächstes öffnen wir ein Suchfenster und schauen, ob die Daten richtig reinkommen. Und als Suchabfrage nutze ich Tag ist gleich Cloud. Wenn ich also nun auf Suche klicke, erwarte ich Daten von allen drei Public Cloud Providern zu sehen, da die Daten automatisch über die Add-ons in das Common Information Model normalisiert und getaggt werden. Und wie wir hier also sehen können, haben wir als Source Type
AWS CloudTrail, Azure Event Hub und Google GCP. Und damit haben wir nun die Grundlage gelegt, einen Angriff zu simulieren und dann auch zu detektieren. Und wenn wir uns erinnern, ist das Angriffsszenario so, dass der Angreifer Zugang zu einem API-Key bekommen hat, sodass der Angreifer nun zwei Persistenzaktionen durchführen kann. Zum einen das Anlegen eines neuen Benutzers und zum zweiten das Anlegen eines neuen API-Keys für einen bestehenden Benutzer. Und um das zu simulieren, werde ich nun das Splunk Cloud Attack Range Framework benutzen und als allererstes einen neuen Benutzer anlegen. Yes. Okay, wir haben also nun den Benutzer Example User mit dieser User ID angelegt. Und als nächstes werde ich einem bestehenden User einen neuen API-Key verpassen. Was dem zweiten Angriffsvektor entsprechen würde. Und da wir hier nach einer Benutzer-Account-Manipulation suchen, werde ich den Tag Change verwenden, Tag Account und Command ist gleich Create User. Und was wir in dem Event sehen können, ist, dass der wohl kompromittierte Admin-Account Abrancato Admin den Benutzer Example User angelegt hat. Der zweite Angriffsvektor hat einem bestehenden User einen Access Key hinzugefügt, also werde ich hier Create Access Key benutzen als Kommando. Und wenn wir uns hier auch das Event anschauen, dann sehen wir, dass der gleiche Admin-Account einen entsprechenden Access Key angelegt hat für den Benutzer Example User. Okay, in dieser einfachen Demo haben wir gesehen, wie wir diese drei Datenquellen der drei Public Cloud Provider mit einer einzigen Abfragesprache investigieren können. Und jetzt haben wir jetzt quasi die Zutaten schon mal angefasst. Wir haben geschaut, ob der Datenquellensalat knackig ist. Und wir haben auch dran gerochen. Und es sieht alles sehr gut aus. Aber wir müssen jetzt langsam ein Gericht daraus machen.